Herzlich willkommen zu unserem dritten Kochtipp hier in der Küche vom Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg. Mein Name ist Lars Mack und heute möchte ich für Sie eine mediterrane Gemüsepfanne mit Putenfleischstreifen zubereiten. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Spaß dabei, vielleicht auch beim Nachkochen nachher. So, dann legen wir mal los. Wie immer habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier unser Putenfleisch, eine gelbe Zucchini, eine grüne Zucchini, ein paar Zwiebelchen, Paprika und Aubergine. So, dann geht's los. Olivenöl in die Pfanne. Dann mache ich unsere Pute da rein. So, das Putenfleisch ist leicht angebraten. Das nehme ich jetzt aus der Pfanne. Und mache unser Gemüse in die Pfanne. Zuerst die Zwiebeln, Zucchini, so die gelben Zucchini, die Paprika und lassen das ganz schön anbraten. In diesem Gericht ist auch der Vorteil, dass die Vitamine erhalten bleiben. Wir haben eine kurze Garzeit. Ich habe hier noch ein paar Auberginen vorbereitet. Bei den Auberginen gibt es einen kleinen Trick. Ich habe die Auberginen geschnitten und mit ein klein wenig Salz bestreut. Das lassen wir einen Moment stehen, so 20 Minuten ungefähr. Tupft dann die Aubergine ab. Und dann sind die Bitterstoffe aus der Aubergine raus. Mag nicht unbedingt jeder, aber so sind sie ein bisschen schmackhafter, finde ich. So, auch dazu. So, das Ganze würzen wir mit ein bisschen Salz. Meine Pfeffer-Chili-Mischung. Dann habe ich hier Knoblauch vorbereitet, klein gehackt, so ca. 2 Zehen für die Pfanne. Und aus dem Garten ganz frisch ein bisschen Rosmarin oder Thymian, ganz wie Sie möchten. Dieses Gemüse eignet sich auch ganz hervorragend als ein Grillgemüse. Die Grillsaison ist ja noch nicht ganz vorbei. Mal schön aufpassen, dass es schön knackig bleibt. Unsere Putenbrust wieder dazu. Alles noch mal schön heiß werden. So, und schon können wir anrichten. So, fertig ist unsere mediterrane Gemüsepfanne mit Putenbrust. Dazu passt hervorragend ein frisch gebackenes Baguette oder Rosmarinkartoffeln. Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.